So, weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Da haben wir Frank Bender ganz links im Bild. Triple Cup Urgestein mittlerweile. Seit 2014 ist er Trainer bei Werder Bremen. Und seitdem sehen wir ihn auch hier, also der U16 von Werder Bremen. Schon länger in der Jugendabteilung zugange. Und starten jetzt hier gleich in diese Partie. Eckball für die Düsseldorfer, die gestern ihren allerersten Turnierauftritt in der Turniergeschichte hatten und schon wieder in Führung gehen. Düsseldorfs Nummer 3 trifft für seine Mannschaft. Ken Chuangwe war es für die Düsseldorfer. Frühe Führung. Da ist er schon wieder, der Torschütze zum 1-0, aber jetzt die Parade von Bremens Keeper. Technik arbeitet gerade an unserem Aufstellungsbildschirm. Deswegen dauert es gerade etwas, bis wir die Passe nachliefern. Hier im vorletzten Vorrundenspiel. Geht also gleich in die heiße Phase, in die K.O.-Spiele. Die Bremer ja auch mit dem aktuellen Topscorer des Turniers auf der Platte. Keke Top jetzt am Ball mit der Ablage und der Ausgleich für Werder Bremen. Ricardo Felipe Schwarz, deutscher U16-Nationalspieler, ist zur Stelle. Hier sehen wir es nochmal im Doppelpass mit Keke Top. Der sammelt weiter fleißig Scorerpunkte mit seinem nächsten Assist. Guter Abschluss da jetzt mal vom Keeper der Düsseldorfer. Knapp am Kasten vorbei. Wieder Keke Top. Hat da immer irgendwie einen Fuß am Ball. Ganz, ganz starker Auftritt des jungen Stürmers. Gestern am Samstag haben wir ja ganz früh schon ein Auge auf ihn geworfen. 17 Tore in 15 Spielen in der Regionalliga Nord. Hat damit also großen Verdienst am zweiten Tabellenplatz seiner Bremer Mannschaft. Nur Holstein Kiel, die U17, ist da vor den Hanseaten, vor den Bremern. Die eben mit 35 Punkten aus 15 Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz vor dem Hamburger Sportverein stehen. Ja, auch noch mit dem VfL Wolfsburg in einer Gruppe. Umschaltmöglichkeit jetzt für die Düsseldorfer. Gut gemacht vom Kapitän. Klasse Parade vom Keeper, von Keuper. Ist da schnell unten. Kann hier den Rückstand verhindern. Dann allerdings der Fehler im Aufbauspiel. Nächste Chance. Und drüber. So, Technikproblem.
haben wir auch wieder gelöst. Aufstellungen haben wir wieder vor uns. Die Düsseldorfer jetzt schon wieder. Damit der Kante. Körperlich, glaube ich, der beste Spieler, den wir in diesen Tagen hier beim Fürwehr Cup erleben. Umschaltmöglichkeit für die Bremer. Und das ist die Führung. Mit der Nummer 18, Justin Schäfer. Sie drehen die Partie. 2:1 für Werder Bremen. Und wer hätte es gedacht? Diesmal nicht Keke Top beteiligt. Der ist nämlich auch gar nicht auf dem Feld. Nachdem er ja das 1:1 heute schon wieder vorbereitet hatte. Hier sehen wir nochmal den Treffer. Schön durchgesetzt im Laufduell. Und dann im Fallen der Abschluss in die lange Ecke. Stark gemacht von Schäfer da. So, ich bin auch wieder da. Mit 30 lässt die Blasenleistung nach. Alt werden ist doof. So, also Führung für die Bremer. Also auf dem besten Weg, das Punktekonto auf 9 hochzuschrauben. Wir werden gleich während des letzten Spiels mal in die Tabelle gucken. Ihr könnt es schon jetzt tun auf www.freewaycup.de. Ab in den Live-Score. Alle Ergebnisse, die Topscorer, die sind zu sehen. Dann ergibt sich ja aus der großen Abschlusstabelle, ergeben sich dann die K.O.-Paarungen. Der Erste gegen den 16., der Zweite gegen den 15. und so weiter. Das dann gleich unsere Achtelfinals. Moritz, wo wir uns aufteilen werden. Unsere Wege trennen sich dann ein wenig. Auch das liegt am Alter. Ich brauche Pause. Vier Achtelfinals dann von dir, vier von mir. Und so geht es dann auch in der K.O.-Runde weiter. Bremen aber schon mit den gestrigen Eindrücken, Moritz, einer der Mitfavoriten, oder? Ja, definitiv. Mit Keke Top. Den besten Spieler bisher des Turniers. Die muss man auf jeden Fall immer auf dem Zettel haben. Und da gibt es den 9 Meter. Da bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Das würde ich mir ganz gerne nochmal ansehen. Erster Eindruck, ich bin bei Sommer. Ich hätte auch gegeben. So, wie auf Stichwort. Oh. Oh. Danke erstmal. Also auch noch zwei Perspektiven. Ah. Schwer. Ganz schwer. Eher nein vom Gefühl her. Aber danke an die Regie. Top. Also er wollte ihn schon haben, oder? Er nimmt das schon. Er wusste, was passiert, nimmt den Kontakt da gerne an. So, Chance zum Ausgleich. Am 9-Meter-Punkt. Pariert! Ben Kuiper kriegt die Fingerspitzen ran, da haben wir ihn. Sein Auftritt. The stage is yours, Ben Kuiper. Betritt hier seinen Kollegen Mio Backhaus, der auch schon hier zum Einsatz kam. Der übrigens Nationalkeeper. Also über schlechte Keeper kann sich Bremen. Brauchen Sie keine Sorgen machen. Und über eine schwache Offensive auch nicht. Das war Liam Bennett Kümmert, der hier trifft zum 3:1 für die Bremer. Da sehen wir es nochmal wunderbar abgelegt. Und das war wieder Top, Moritz, oder?
Der da ablegt, natürlich. Nächster Scorerpunkt. Wer auch sonst. Bin eigentlich bei Übertragung nie ein Fan davon, wenn Kommentatoren nicht immer so, so einen Spieler so hochloben, aber was wollen wir hier machen? Bei so einer Leistung absolut verdient. Von Anfang an da gewesen. Wirklich in jedem Spiel seine Leistung gebracht. Und das in so jungen Jahren. Käufer jetzt hier rechtzeitig aus seinem Tor heraus. Die Bremer jetzt wieder. Und Schwarz bleibt hängen. Ist ja generell hier der starke Block der Bremer. Drei Nationalspieler auf der Platte. Mit Schwarz, Kümmeritz und eben Top. Das könnte so der einzige Punkt sein, während wir Top wieder sehen. Ob denn die Kaderbreite reicht im Turnierverlauf. In den K.O. spielen. Jetzt die nächste große Möglichkeit für Kümmeritz. Oh, jetzt Top. Kommt nicht mehr an den Ball. Moritz Kentsch rollt ab und schickt seinen Teamkollegen auf die Reise. Das war gut rausgespielt. Linke Seite jetzt. Aber nächste Ball gewinnt Bremen. Die machen es jetzt auch clever. Bringen ein bisschen Ruhe rein. Klar, bei zwei Tore Führung keine unnötigen hektischen Ballverluste, sondern gute Ballbesitzzeiten. Oh, Top. Freistoß für Düsseldorf. Hier erzählt aber immer die falschen Vereine. So, letzte Spielminute läuft. Da ist wieder Top. Intensives Duell da. Stürmerfoul gepfiffen mit Ken Schwangel. Okay, macht das jetzt sehr souverän. Es ist Elfemenio hier. Unglaublich. Wieder Kiki Top. Der denkt sich, dreimal ist Bremer recht. Dritter Scorerpunkt in dieser Partie. Zwei Vorlagen, jetzt auch selbst erfolgreich. Unfassbar, was der hier auf die Platte bringt. Und das Spiel ist aus. 4:1 gewinnt der SV Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Wir sehen uns gleich wieder.